Ja, liebe Wohnsiedlerinnen und Wohnsiedler, auch heute am Freitag, dem 30. Oktober, wende ich mich wieder an Sie mit meinem wöchentlichen Video, mit meiner Videonachricht am Freitag. Ich möchte die aktuellen dramatischen Entwicklungen der Pandemiesituation zum Coronavirus Covid-19 zum Anlass nehmen, über die Lage zu berichten, auch inwieweit Wohnsiedel betroffen ist. Es werden ab Montag umfassende Regelungen gelten, die in Deutschland, in ganz Deutschland, einem teilweisen Lockdown gleichkommen. Das ist aber kein deutscher Alleingang, keine deutsche Besonderheit, sondern die Staaten in Europa sind sich hier weitgehend einig. Und wenn Sie nach Frankreich, nach Polen, nach Tschechien, nach Belgien oder auch in weitere Staaten schauen, dann sehen wir da, dass es hier teilweise noch weit schärfere Maßnahmen gibt und dass diese teilweise auch schon länger vorherrschen. Es ist auch bemerkenswert, dass die Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland hier sich geschlossen hinter die Vorschläge der Bundesregierung gestellt haben. Also auch im Bund herrscht hier unter den Ländern Einigkeit. Und es ist auch bemerkenswert, dass die Wissenschaft geschlossen hinter diesen Maßnahmen steht, übrigens auch bundesweit geschlossen die Leiter der Gesundheitsbehörden. Bitte lassen Sie sich nicht verunsichern von einzelnen Wissenschaftlern. Nicht jeder, der einen Doktortitel oder einen Professorentitel trägt, ist anerkannter Wissenschaftler. Also es ist so, dass die Wissenschaft hier geschlossen hinter den Maßnahmen steht, auch wenn natürlich stellenweise immer wieder hinterfragt werden kann und muss. Darüber werde ich auch noch einiges sagen, welche Maßnahmen in welchem Umfang dann auch möglicherweise noch nachjustiert werden. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir in Deutschland und in Europa ein sehr starkes Wachstum des Covid-19-Virus haben. Es ist auch leider Fakt, dass in den letzten Tagen und Wochen die Zahl der belegten Intensivbetten zuletzt rasant gestiegen ist. Und es ist Fakt, dass bei ungehindertem Geschehensablauf die Intensivbetten in den Krankenhäusern schon bald nicht mehr reichen würden. Es ist deswegen keine Option, die Situation jetzt laufen zu lassen. Und es ist keine Option, zu sagen, wir müssen jetzt einfach mit dem Virus leben und lassen das jetzt laufen, auch wenn es Tote gibt. Das wäre unethisch. Und auch als Jurist muss ich da sagen, das würde ganz klar unvereinbar sein mit unserer Verfassung, mit unserem Grundgesetz. Und das würde die Grundrechte von Menschen beeinträchtigen und verletzen. Und ich muss auch sagen, ich wünsche es niemandem von uns allen, dass für ihn selbst oder sie selbst oder einen nahen Angehörigen kein Intensivbett mehr vorhanden ist, wenn er oder sie es dringend braucht. Das derzeitige Risiko ist also völlig klar, nämlich der absolute Kontrollverlust über die Gesundheitsvorsorge, über die Gesundheitsversorgung bei einem exponentiellen Wachstum des Virus. Wenn wir also jetzt nichts tun, dann droht nach Hochrechnungen, dass die Intensivstationen schon bald überfüllt sind und das müssen wir jetzt gemeinsam verhindern. Es muss aber auch, und das habe ich gerade gesagt, klar sein und so ehrlich müssen wir auch sein, dass wir uns nicht vormachen dürfen, dass jetzt Ende November nach 4 Wochen teilweise im Lockdown alles zu Ende ist und dass wir dann Weihnachten feiern können wie jedes Jahr. Wir müssen uns klar machen, dass diese Maßnahmen jetzt nur dazu dienen können, dass wir das Virus eindämmen und eine unkontrollierte Ausbreitung verhindern. Aber wir müssen auch uns darüber klar sein, dass die Pandemie nicht im Dezember oder im Januar vorüber sein wird. Und wir wissen auch nicht, ob und wann es einen Impfstoff gibt. Die von der Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern abgestimmten Maßnahmen gelten ab Montag. Ich bin mir sicher, dass da, wie gesagt, auch noch nachjustiert werden wird.
Das ist in Deutschland so, dass es zu Gesetzen und Verordnungen Gerichtsentscheidungen auch geben wird. Das ist nichts Ungewöhnliches jetzt hier in dieser Pandemiesituation. Gegen jegliche Gesetze oder Verordnungen kann man zum Glück in Deutschland den Rechtsweg beschreiten. Das passiert immer wieder und das wird sicherlich auch in dieser Pandemiesituation passieren. Es ist normal, dass die Judikative, die rechtsprechende Gewalt in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat Entscheidungen der Gesetzgebung und auch Entscheidungen der exekutiven Gewalt überprüft und dass da entsprechend nachjustiert wird. Also auch hiermit rechnen wir und wir müssen damit rechnen, dass hier entsprechend an der einen oder anderen Schraube gedreht werden wird und es Maßnahmen und Anpassungen geben wird. Das ist nichts Außergewöhnliches. Ob dann die Maßnahmen also im Einzelnen so bleiben oder verändert werden, das wird sich genauso zeigen, wie sich zeigen wird, ob die Maßnahmen und wie die Maßnahmen im Einzelnen wirksam sind. Und deswegen ist auch eines klar, jede Maßnahme kann nur ein Baustein in einer Gesamtbekämpfung der Pandemie sein. Wir haben darauf auf kommunaler, auf städtischer Ebene hier in Wunsiedel im Einzelnen natürlich wenig Einfluss. Aber ich muss sagen, dass ich es persönlich für richtig halte, dass beispielsweise jetzt hier die Schulen geöffnet bleiben bis auf Weiteres. Ich halte das für wichtig, dass die Schüler nicht ins Homeoffice wieder gehen müssen, in das Homeschooling, Entschuldigung, gehen müssen. Denn die Bildung darf nicht auf der Strecke bleiben. Und es ist auch wichtig, dass wir hier die Familien insoweit entlasten. Dass natürlich ab Montag insbesondere die Gastronomiebetriebe ihren Lokalbetrieb, also außer Abhol- und Lieferservice, schließen müssen, dass auch kosmetische Behandlungen eingeschränkt werden und dass auch im Sport-, Freizeit- und Kulturbereich die Einrichtungen schließen müssen. Das ist sehr schmerzlich. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass gerade diese Betriebe es sind, die in den letzten Monaten mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Kostenaufwand, auch Kreativität und Mühe sehr, sehr sichere Hygienekonzepte entwickelt haben, um hier für Sicherheit zu sorgen. Ich bitte deswegen auch, dass wir übrigens gerade vor allem hier bei uns in Wunsiedel diese Berufsgruppen jetzt auch nicht zu den Buhmännern machen. Auch wenn es andernorts wirklich Probleme in gastronomischen Einrichtungen gab, will ich ganz klar sagen, unsere Gastronomen in Wunsiedel sind nicht schuld an der Ausbreitung der Pandemie. Und ich hoffe sehr, dass für diese Betriebe und diese Berufsgruppen die von der Bundesregierung angekündigten Unterstützungsmaßnahmen und Gelder bis zu 75% des Umsatzes jetzt auch bald und vor allen Dingen auch unbürokratisch kommen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Kulturbereich im Besonderen. Wir können das, wie gesagt, auf kommunaler Ebene wenig beeinflussen. Was wir aber tun können hier in Wunsiedel ist, dass wir zusammenhalten und dass wir gemeinsam alles tun, um diesen Teil-Lockdown möglichst wirksam zu machen, sodass unsere Wirte und unsere betroffenen Unternehmen bald wieder ihren Betrieb aufnehmen können. Wir können auf lokaler Ebene auch unsere Wirte unterstützen, indem wir den Abhol- und Lieferservice nutzen. Wir werden auch im November im Wohnsiedler eine Liste der Gastronomiebetriebe veröffentlichen, die einen entsprechenden Service uns gemeldet haben. Und wir können auf lokaler Ebene in Wunsiedel auch zu Weihnachten beispielsweise Gutscheine für unsere Wunsiedler Kosmetikbetriebe, für Restaurants, für Einzelhändler und so weiter verschenken und damit mithelfen, dass diese Unternehmen eine Chance haben und auch nach der Pandemie erfolgreich weitermachen können. Und das Wichtigste auf lokaler Ebene ist also, dass wir gemeinsam alles tun, was uns sonst noch möglich ist, die Pandemiezahlen hier einzudämmen. Deswegen bitte ich Sie, liebe Wunsiedlerinnen und Wunsiedler, verzichten Sie jetzt auf nicht zwingend notwendige Kontakte. Die Kontaktbeschränkung gilt auch für den privaten Bereich. Wir dürfen jetzt uns nicht privat zum Feiern im Partykeller treffen. Es darf jetzt keine privaten Veranstaltungen und Partys geben.
Wir müssen jetzt also einfach für einige Zeit im Privaten zurückstecken, um das Lebensnotwendige für alle zu erhalten. Und in dem Zusammenhang darf ich auch sagen, dass es mich ärgert, wenn ich manchmal höre, wenn Leute sagen, dass das Infektionsgeschehen sich im privaten Bereich im Wesentlichen in einem sozial oder wirtschaftlich schwächeren Milieu abspielt. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist vielmehr, dass in der Mitte der Gesellschaft und in allen Bereichen und Schichten sich das Infektionsgeschehen auf privater Ebene im häuslichen Bereich abspielt. Das heißt jetzt also für uns alle, keine Partys, keine Zusammenkünfte, kein Händeschütteln, keine Umarmungen, stattdessen Abstand und Hygiene in allen Bereichen. Das heißt stattdessen die Begrenzung von Kontakten auf zwei Hausstände und zwar nicht oder, auf zwei Hausstände und maximal 10 Personen. Und die wichtigste Bitte lautet, bitte tragen Sie Ihre Maske, um sich und andere Menschen zu schützen. Das ist das einfachste und das mildeste und das zumutbarste Mittel, das wir machen können, wenn wir anderen Menschen begegnen. Die konkreten Regeln, die ab Montag gelten, finden Sie auf der Website des Landratsamts Wunsiedel auf www.landkreis-wunsiedel.de und dort finden Sie auch immer wieder die laufenden Aktualisierungen, mit denen wir sicherlich auch zu rechnen haben, wenn sich hier an den Regularien etwas ändert. Bitte schützen Sie sich und andere, bitte bleiben Sie gesund und dennoch wünsche ich Ihnen natürlich ein schönes Wochenende und eine gute Zeit und spätestens am nächsten Freitag werde ich mich wieder an Sie wenden. Machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zuhören.